It's been a long road, but we never broke like the horizon. It's where we meet, it's where I stand. Ja, willkommen bei Valeo in Deutschland. Valeo ist einer der größten Automobilzulieferer auf der Welt für Pkw genauso wie für Nutzfahrzeuge. Hier in Deutschland sind wir mit 4.500 Mitarbeitern vertreten. It's where we meet, it's where our spirits rise. We took our souls on the road. We took our souls on the road. We took our souls on the road. And our hearts are the stars. There is unser Werk in Wemding mit immerhin 1600 Mitarbeitern. Ich denke, es zählt zu den modernsten Werken für Sensoren in Europa. Ist für uns ein ganz wichtiger Standort. Wir machen dort auch Schalter, Lenkstockschalter in der Hauptsache, sehr komplexe Teile und eben auch Sensoren. Mit etwa 800 Mitarbeitern stellen wir Heizklimaanlagen her. Aber wir entwickeln auch Heizklimaanlagen. Wir haben dort für unsere Premium-Hersteller sicherlich ein Center of Competence entwickelt. Hockenheim ist eigentlich nur ein kleines Team mit 40 Mitarbeitern, aber dort haben wir einen Windkanal, der, glaube ich, in Deutschland wirklich zu den ganz modernen zählt. Und Sie können dort natürlich alles prüfen, was Kälte, Wärme, Akustik und dergleichen mehr angeht. Es ist nicht nur Bietigheim Bissingen mit seinen Entwicklungsbereichen, sondern es ist auch Sitz der Nationaldirektion, auch der Sitz von verschiedenen Shared Service Centern. Das ist zu erwähnen, besonders Finanz, aber auch IS, IT oder zum Beispiel der indirekte Einkauf. Das Werk Wischer Systeme mit ca. 1200 Mitarbeitern hier am Standort ist ein sehr modernes Werk mit einer sehr ausgeprägten Wertschöpfung. Hier werden für die Wischerblätter die Gummis extrudiert oder auch gespritzt. Hier werden natürlich auch die Elektromotoren gemacht. Ganz wichtig zu erwähnen, in Bietigheim gibt es eine Menge an Labors, wo die Teile auf Herz und Nieren geprüft werden. Wenn wir wenige hundert Meter von hier weitergehen, dann sind wir, wie das hier heißt, in der Leiernstraße im Forschungs- und Entwicklungszentrum für Schalter und Sensoren. Zwei Schwerpunkte offensichtlich. Das eine sind die Sensoren, wo wir auch ein Prüffeld haben
und wo wir Sensoren prüfen und testen können, wo wir auch das autonome Fahren darstellen können.